I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es geht weiter hier auf dem Kanal. Und die meisten Leute haben sich schon gedacht, ich bin entweder tot, ich habe keine Lust mehr auf YouTube oder was auch immer da war. Jedenfalls habe ich wieder Lust auf YouTube oder ich hatte die ganze Zeit schon Lust auf YouTube. Aber das jetzt alles in einem Video zu erklären, ich glaube, das wäre einfach viel zu viel. Im Endeffekt war es so, ich war 4 Monate in Amerika. Und die meisten Leute fragen sich jetzt, du, was machst du denn jetzt für Inhalt? Und da muss ich euch leider sagen, das will ich noch nicht verraten, das werde ich auch noch nicht verraten. Aber grundsätzlich werde ich ein paar Umstrukturierungen hier machen auf meinem Kanal, weil ich mir gesagt habe, okay, ich mache jetzt das, worauf ich am meisten Lust habe. Und seid auf jeden Fall mal gespannt. Ihr seid auf jeden Fall auch gefragt für die Sachen, die ich in nächster Zeit geplant habe. Und dementsprechend bleibe ich auch dabei. Ich werde euch darüber nichts weiter verraten. Und dann werde ich jetzt einfach mal ganz kurz spontan hier ein paar Fragen mit einbauen. Denn nämlich hat Kennedy beispielsweise gefragt, wenn du eine Sache an BO3 ändern könntest, welche wäre es und wie sind eigentlich so die Leute in den USA? Ja, grundsätzlich eine Sache an BO3, die ich ändern könnte, ich glaube, dass immer noch der Input laggt. Also das einzig und alleine, was mich an Call of Duty immer noch wahnsinnig nervt, ist grundsätzlich Leute mit einer extrem guten Leitung und Leute mit einer nicht so guten Leitung, und dann wird es gebalanced und der Input laggt, verhilft einem immer noch dazu, dass man hinter eine Ecke kommt und man trotzdem irgendwie stirbt. Das nervt abgrundtief und es ist unglaublich nervig. Und es ist bei allen Call of Duties leider so. Es ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht weg, weil die ist halt immer noch das gleiche Spiel. Auf den zweiten Teil deiner Frage, grundsätzlich, wie die Leute in den USA sind, da wo ich war nämlich in Kalifornien, hat man vielleicht ja auch gesehen, sind grundsätzlich die Leute deutlich netter als hier in Deutschland. Woran kann das wohl liegen? Wenn ihr die Videos gesehen habt, dann könnt ihr euch direkt vorstellen, warum das so ist. Erstens gutes Wetter. Zweitens gutes Wetter und drittens gutes Wetter. Grundsätzlich sind das einfach wirklich die ganzen Faktoren, die damit einhergehen. Es ist das Wetter. Die Leute sind einfach deswegen deutlich entspannter und relaxter, dadurch, dass sie so gutes Wetter haben. Ben Schiller hat gefragt, kommt mal bald wieder Call of Duty, kann man mal mit dir zocken? Grundsätzlich mit mir zocken eher nicht, weil ich, wenn dann, immer nur mit Freunden zocke. Vielleicht mache ich das mal im Stream wieder, da werde ich nämlich auch wieder neu durchstarten. Ich werde auch mal wieder streamen, das heißt, ihr könnt euch darauf auf jeden Fall freuen. Kommt wieder Call of Duty, wie gesagt, im Hintergrund läuft Call of Duty. Ich denke mal, das ist ein bisschen okay, aber die Umstrukturierung wird auf jeden Fall kommen. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Wieso isst du kein Bambus? Okay, darauf gebe ich jetzt mal einfach keine Antwort. Wie war dein USA-Trip? Grundsätzlich war mein USA-Trip sehr, sehr cool. Stressig. Dazu kann ich auf jeden Fall ein paar Stories erzählen. Die werde ich auch im Laufe der Zeit jetzt mal nach und nach euch erzählen. Aber das werde ich jetzt nicht in dieses Video packen, weil sonst wird das Video hier 30 Minuten lang und das will sich ja keiner angucken. Behalten wir es auf jeden Fall mal kurz und knapp. Wie bist du auch COD gekommen? Ich meine, glaube ich, du meinst auf. Wer hat dich inspiriert? Grundsätzlich habe ich angefangen so mit wirklichem Zocken damals mit MW3 auf der Xbox und ich habe damals ein bisschen Allotrix geguckt und wieso ich auf YouTube gekommen bin, grundsätzlich eigentlich mit COD war eigentlich das einzige Medium, was so am meisten angekommen ist, denn NBA hatte ich am Anfang ausprobiert und FIFA, aber das lag mir nicht so sehr. COD ist einfach ein Medium, was mir lieber liegt, besser liegt, lieber, alles klar. Das war dem Umstand geschuldet, dass ich einfach NBA niemand angeguckt hat und ich irgendwie versuchen musste zu starten und dann bin ich da halt so reingerutscht. Konstantin Opria, ich hoffe, der Name spreche ich richtig aus. Spielst du mit Scuf? Ja, ich spiele mit einem Scuf-Controller. Der wurde mir glücklicherweise gesponsert, damals noch, weil ich noch einen zweiten Controller habe, der leider kaputt ist. Und dementsprechend, ja, ich spiele mit Scuf. MVP240 fragt, wann kommen mehr Videos? Ja, ich versuche in nächster Zeit wirklich mehr Videos wieder zu machen. Es ist für mich wirklich eine Schwierigkeit, weil ich so lange jetzt Pause gemacht habe und was mich echt wirklich wurmt. Und dafür gibt es auch gar keine Ausrede, weil wenn man einen Weg finden will, dann findet man einen Weg. Also ich habe mir einfach eine kleine Auszeit genommen, das muss ich einfach mal so sagen, um die Zeit in Amerika zu genießen. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel geplant in Amerika, was ich jetzt in nächster Zeit machen will. Ich will euch nicht zu viel versprechen, weil danach seid ihr wieder enttäuscht, aber es kommen wieder mehr Videos. Flight V-Wolf fragt, ob ein längerer Außenaufenthalt sinnvoll ist und ob ich das empfehlen könnte. Und ich würde sagen, ja, meiner war jetzt nicht so lange, leider nur 4 Monate, ist leider der Uni von mir hier in Deutschland geschuldet, dass ich nicht länger im Ausland sein darf. Grundsätzlich längerer Auslandsaufenthalt bringt immer was, wenn man eine neue Kultur kennenlernt. Wenn man jetzt nicht unbedingt in die Schweiz oder nach Österreich geht oder vielleicht nach Innsbruck ins Auslandssemester, wenn man aus Berlin kommt. Aber grundsätzlich lohnt es sich, besonders für die Sprache ist es sehr wichtig, finde ich, für mich. Hat mir auf jeden Fall ein bisschen was gebracht und grundsätzlich eine andere Kultur kennenlernen ist immer schön.
Und ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Raptor fragt, endlich wieder Panda, meine einzige Frage, wie kommt man am besten zur Gamescom? Ich glaube, dazu gibt es nur einen Weg und das ist mit Auto. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für Impact. Gustav Gabel fragt, Gustav mit F übrigens, fragt, ob ich mal von meinen Plänen erzählen will. Nein, das werde ich nicht machen, Gustav. Leider musst du denn die weiteren Videos gucken. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Freaks fragt, ob ich bei den zukünftigen Veranstaltungen von CeeDos dabei bin. Und es ist wieder so geil, meine Stimme zu hören. Das finde ich natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Aber freut mich, dass es dich freut. Und bin ich bei den zukünftigen CeeDos Veranstaltungen dabei? Dazu kann ich leider nichts sagen, weiß ich nicht. UX Charlie fragt, ob ich wieder dieses Jahr auf der Gamescom bin. Ja, Leute, ich bin dieses Jahr auf der Gamescom und ich würde mich auch freuen, genauso wie Charlie, wenn ich euch da sehen würde. Spricht mich bitte diesmal auch wirklich an. Ich beiße nicht, ich habe letztes Jahr mich wirklich über jeden Einzelnen gefreut. Ich unterhalte mich wirklich gerne mit euch. Würde mich echt freuen, wenn mir da jemand Hallo sagt. Jedenfalls, ja, ich würde mich echt freuen, wenn ihr mich einfach ansprechen würdet auf der Gamescom. Und ja, ich bin wahrscheinlich von Mittwoch bis Sonntag da. Wenn ich das noch nicht gesagt habe, ich werde dazu wahrscheinlich nochmal ein gesondertes Video machen. Und ja, das soll es auch gewesen sein für dieses Video. Ist vielleicht ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Würde mich echt freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht das gut, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.